Herzlich willkommen zur Servicezeit und das in der Osterwoche. Daran hat mich übrigens gestern mein kleiner Sohn erinnert. Papa, wir müssen diese Woche Eier auspusten. Ich meine, Sie kennen das, ne? Da werden so zwei Löcher reingepiekst, dann die Backen aufblasen und richtig kräftig pusten, bis einem fast der Kopf platzt. Also falls Sie eine Idee haben, wie man die Eier leichter auspustet, schreiben Sie mir, servicezeit@wdr.de. Was mein Sohn mich noch nicht gefragt hat, ist, woher die Eier kommen, wobei sich immer mehr Verbraucher diese Frage stellen. Kaufen vor allen Dingen immer mehr Bio-Eier. Der Anteil, der ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Aber wie viel Bio steckt in diesen Eiern drin und sind das wirkliche glückliche Hühner, die diese Eier legen? Wir wollten das in einer Stichprobe herausfinden. Unser täglich Bio-Ei gib uns heute. Wir wollen's doch gesund. Und bei Bio kann man ja nichts falsch machen, denken wir. Wäre unser Glaube daran nicht schon einmal gewaltig erschüttert worden. Felbert im Jahr 2009. Tierschützer steigen heimlich in Nordrhein-Westfalens größten Biostall ein, den Hennenberg. Was sie vorfinden, verschlägt ihnen die Sprache. So werden hier Hühner gehalten. Bio-Hühner. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Tierquälerei und die Kontrollen von Biohöfen werden seit diesem Skandal verstärkt. Wir wollen wissen, wie steht es heute um die Biohühner? Sind sie glücklich? Und ist Bio-Ei gleich Bio-Ei? Die Preisunterschiede sind enorm. 40 Cent pro Stück zahlen wir im Bio-Fachgeschäft. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Das sind jetzt die Eier aus dem Bioladen. Und vielleicht kommen sie aus diesem Huhn, das Henriette heißt. Und so habe ich mir das vorgestellt. Glückliche Hühner, ein glücklich lächelnder Bauer, wohlschmeckende Eier. Aber stimmt der schöne Schein? Zum Vergleich kaufen wir Bio-Eier im Discounter. Bei Aldi kosten die nur 26 Cent pro Stück. 14 Cent das Ei, billiger als im Bioladen? Da stelle ich mir doch Fragen. Da frage ich mich, wie kommt es zu diesem großen Preisunterschied? Ist da die Qualität unterschiedlich? Ist Bio vielleicht nicht gleich Bio? Das versuchen wir jetzt rauszufinden. Woher kommt mein Bio-Ei? Dieser Stempel kann es mir verraten, denn anhand dieses Stempels kann ich zurückverfolgen, woher das Ei kommt, bis hin zum Stall. Unter wasstehtaufdemei.de geben wir den Stempelcode ein. Ergebnis: Die Aldi-Eier kommen von diesem Hof aus den Niederlanden. Oh, krass. Sehr, sehr viele Tiere auf einem Haufen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ganz anders der Eindruck beim Hof für den Bioladen. Hier sieht es immer noch aus wie im Hühnerparadies. Dann packen wir jetzt mal die Eier ein von Aldi und vom Bioladen. Und fahren mal zu den Höfen hin und gucken uns das mal vor Ort an. Westwärts lautet die Parole. 200 Kilometer, dann sind wir in Lunteren in Holland. Andere Bio-Eier von Aldi kommen sogar aus Spanien oder Schweden. Bald haben wir den Hof gefunden. Ob wir uns mal umsehen dürfen? Klar, Tony van Steenbergen hat kein Problem mit unserem unangemeldeten Besuch. Erster Eindruck, gesunde, gackernde und glucksende Glucken. Aber wie viele auf einen Haufen? Massentierhaltung und Bio schließen sich offenbar nicht aus. Wir haben hier 10.000 Hühner. Aber ist das nicht zu eng für so viele Hühner? Nein, der Platz entspricht der europäischen Norm von 6 Tieren maximal pro Quadratmeter. Und da eisen sie 6 Kippen auf einen vierten Meter maximal. Das gilt nur für den Stall. Draußen haben die Hühner wesentlich mehr Platz und können nach Lust und Laune herumscharren. Generell muss die Hühnerhaltung für Bio-Eier diese Kriterien erfüllen. Neben der Regelung von höchstens 6 Tieren pro Quadratmeter gilt, Bio-Hühner müssen regelmäßig Tageslicht bekommen. Außerdem brauchen sie mehrmals am Tag Zugang zu Freiland. Das Futter muss aus ökologischem Anbau kommen. Nur in Ausnahmen darf konventionelles Futter beigemischt werden. Auch Antibiotika bei konventioneller Haltung gang und gäbe dürfen nur bei Krankheit ausnahmsweise verabreicht werden. Das alles wird regelmäßig und unangemeldet kontrolliert. Und nur wenn alle Kriterien eingehalten werden, darf der Bio-Stempel drauf. Bei Tony van Steenbergen haben wir ihn gefunden. Genau den Stempel, den wir aus dem Aldi-Markt in Deutschland kennen. Ich bin angenehm überrascht. Wir sind hier aufgekreuzt ohne Vorankündigung, durften alles drehen. Wir haben das Aldi-Ei gefunden. Wir haben glückliche Hühner gesehen, meines Erachtens. Das Aldi-Ei kostet 25 oder 26 Cent. Im Bioladen kostet es noch viel, viel mehr. Und ich frage mich, was kann da noch mehr Bio sein als hier? Finden wir es heraus. Wir fahren zurück nach Deutschland, zum Hof Alpermühle im Bergischen Land bei Köln. Von hier kommen die 40-Cent-Eier aus dem Bioladen. Auch Mechthild und Andreas Klose lassen uns drehen, haben kein Problem damit, dass wir auch hier mal nach den vielen Glucken gucken. Okay, können wir machen. Zwischen Stall und Freigelände
der Wintergarten. Auch hier ganz schön voll. Und wir verstehen, Hühner lieben es von Natur aus gesellig. Das kuschelige Miteinander hat mit Massentierhaltung nichts zu tun. Nicht so sehr allerdings mögen sie Hühnerhund Anton. Der hält ihnen zwar den Fuchs vom Leib, treibt aber auch mal seine Späße. Unser Eindruck, diese Hennen sind glücklich. Andreas und Mechthild Klose halten hier nicht einfach nur Hühner. Die beiden sind echte Hennenhirten, die ihre 2600 Tiere wirklich lieben. Vom Wintergarten können die Hühner jederzeit zurück in den Stall. Hier allerdings haben sie es wirklich besser als die Hollandhühner. Nur halb so viele Hennen teilen sich den Quadratmeter zum gemütlichen Bio-Eierlegen. Und das sind so Familiennester. Da können die sich so mit mehreren aneinander kuscheln. Da sitzt eins drin. Ja. Da sieht man auch, dass sie schon ganz viele Eier gelegt haben heute. Und dann rollen die Eier nach hinten ab auf das Sammelband, sodass man die Eier dann in der Stallgasse sauber einsammeln kann. Wie viele Eier haben Sie am Tag? Ja, das sind gut 2500 Eier. Wahnsinn. Hier, wo Hühnerhund Anton noch wie eine Glucke auf seine Chicks aufpasst, sind die Bio-Anforderungen der EU offensichtlich mehr als erfüllt. Und das ist auch der Grund für den höheren Preis pro Ei. Die Alpamühle nämlich ist Mitglied in einem Ökoverband. Und die Kriterien dort sind noch einmal strenger als von der EU vorgeschrieben. Der gesamte Betrieb muss öko sein, also auch die Landwirtschaft und die Haltung anderer Tiere. Das Futter muss vorwiegend selbst angebaut werden. Auf einen Hektar kommen nur 140 Hennen statt sonst 230. Die Eier dürfen nur in der Region verkauft werden. Permanenter Zugang zu Freiflächen ist selbstverständlich. Bio-Eier sind generell von sehr hoher Qualität, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber Bio gibt es und es gibt dann vielleicht noch Bio-Bio. Also es gibt glückliche Hühner, die wir gesehen haben, und es gibt Hühner, die im Hühnerparadies leben, so wie dieses. Und ich bin fast ein wenig neidisch und möchte auch ein Huhn sein. Manchmal stimmen schöner Schein und Wirklichkeit eben doch überein. Also dann frohe Ostern.